Ein herzliches Willkommen, liebe YouTube-Freunde. Schön, dass ihr einschaltet bei einer weiteren Folge Song of Horror. Hier bei mir Mac Mo. Leute, ich bin frustriert. Das letzte Mal hat mich wirklich genervt und ich weiß nicht, ob wir weitermachen. Es wird davon abhängig sein, wie es heute läuft. Das Spiel hat mich wirklich genervt. Also nicht nur, dass da ein paar Bugs immer wieder vorkommen, auch die feststehende Kamera ist super frustrierend. Vor allem in Passagen, wo dann zum Beispiel die Dunkelheit kommt und du weißt gar nicht woher. Super nervig. Servus, Leute. Also wie gesagt, das ist hier, finde ich, eine der letzten Chancen, die ich dem Spiel noch gebe. Sollten sich die Bugs zu sehr häufen, dann war es das. Und unfaire Spielsituationen, also das betrifft das Gleiche, weil dann, weißt du schon, das Spiel kann ja nicht mal richtig durch die Grafik überzeugen. Dann muss es ja was anderes tun. Und wenn das nicht mal funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Aber wir geben dem Spiel noch eine Chance. Ich gebe mir heute richtig Mühe, ich versuche heute voranzukommen, irgendwie. Und auch gut zu spielen, im Rahmen der Möglichkeiten. Und wenn es dann nichts wird, dann wird es halt nichts. Okay, so ist es dann. Das muss man dann akzeptieren. Aber wir probieren's. Los geht's, Leute. Ach ja, hier sind wir stehen geblieben. Also ich habe nicht viele Ideen, außer dass ich nicht alle Wohnungen überprüft habe. Das ist meine einzige, wo ich nicht genau weiß. Ich habe nicht alle Wohnungen überprüft, weil ich mir dachte, mein Gott. Dass du immer erst das Schloss probieren musst und dann kannst du erst den Schlüssel testen. So ein Witz, ne? Ja, das ist doch richtig. Endlich. Hello? Halleluja. Is anyone there? Wir haben hier die blöde Wohnung gefunden. Oh Gott, ey. Wir waren kurz vorm Ende, ey. Aber naja. Was er nicht ist, kann ja noch werden. Aber endlich geht's mal ein bisschen weiter. Meine Güte. The house seems empty. Okay, was ist das hier? Take a peek inside. Erica, bitte komm zu mir, wenn du das hier liest. Ich konnte das Luminol nicht finden. Ich glaube, es ist in deinem kleinen Schrank, aber du musst den Schlüssel in deiner Hosentasche gelassen haben, wie üblich. Wenn du ihn findest, nimm etwas Wasserstoffperoxid. Ah, haben wir doch. Und wenn ich nicht hier bin, komm nach Hause und mische alles wie folgt. Ah! Aha! Ah, ich denke, das ist für diese Fotolösung, wo ich mir gedacht habe, das ist doch ein Rätsel, aber wir konnten da nicht weitermachen. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich Sachen, um das machen zu können. Und hier ist die Anleitung. Keine Ahnung, ob wir das packen. Das ist auch anscheinend ein Rätselchen. Okay, das hört sich super kompliziert an. Ich weiß nicht. Okay, passt schon alles. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob die Dunkelheit hier kommen kann. Wenn ja, sollten wir ein Versteck hier schnell finden. Oh, es ist größer als gedacht. Natürlich. Fotoalben. Oh mein Gott. Gucken wir erstmal in diese Tür hier rein. Ist nichts. Ich denke mir auch, ich trage Kopfhörer, deswegen kann ich das mit der Dunkelheit gut unterscheiden. Wie ist das so, wenn du auf dem Sofa spielst und da hast du ein paar Nebengeräusche? Wir brauchen einen Schlüssel. Aha, wir müssen einen Schlüssel finden. Kannst du da die Dunkelheit genau hören? Ich bezweifle das. Ich glaube, das ist ziemlich blöd. Für Leute, die nicht mit Kopfhörer spielen. Und das sind ja doch, denke ich, die meisten. Okay, wir brauchen einen Schlüssel hier. Okay, alles klar. Wir haben noch kein Versteck gefunden. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und hier hört sich's nach Dunkelheit an irgendwie. Rosenlabyrinth. Ich hätte ihn gern gesehen, wenn ich nicht betrunken gewesen wäre. Mensch, Daniel. What have you done? Weiß nicht. Und ich habe mich auch schon verhört, obwohl ich Kopfhörer trage. Nicht wahr? Diese schwachen Lichter. Aha, da schwer. Was ist das hier? Ein riesiger Skorpion. Horror-Anthologien. Ui. Eine riesige Spinne. Ich sehe auch ein... Ach, da. Ah, das muss eine Münze sein für diesen komischen Wahrsager-Ding da. Moment.
Hey, Moment mal, wir haben doch Futter. Hey, Moment! Wie geht das? Wir haben doch Futter. Moment. Ja, es geht. Jetzt können wir das Ding schnappen, oder? Ja, es hat geklappt. Ich glaube, es wäre keine gute Idee gewesen, hätten wir das Futter nicht hin. Ich dachte mir jetzt, wo ich die Spinne gesehen habe, klar, wir haben dieses eklige Futter gefunden, ey. Und wir haben eine weitere Münze. Das baut mich jetzt richtig auf. Das haben wir schon gelesen. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Außer die Münze. Aber das war schon mal cool. Hier gibt es aber auch keine Versteckmöglichkeit. Ah, das ist doch hier dieser... Wer ist dieser... Indische Elefantengott. Ich hab schon wieder vergessen. Nee, da ist doch nicht. Ah, sehr gut. Hier brennt er. Mit diesem Schlüssel. Ein Geist, Monster, Dämon, mein eigener Wahnsinn. Sie muss hier weg. Keller. Ah. Poster und handschriftliche Notizen. Zu den Schlüsseln gehen wir sofort. Was ist hier überhaupt? Nur Regen, sonst nichts. Aha. Voll viele indische Symbole hier. Ich bin mir sicher, der Richter wird dir glauben. Momentchen. Hier ist doch was drin, oder? Der Richter wird dir glauben. Klamotten ist ja okay. Unterwäsche wäre schon was. Nichts gefunden. Hä, wozu konnte man das durchsuchen? Das ist ja eigenartig, oder? I love Prague. Hier haben wir das mexikanische Totenfest vermischt mit fernöstlichen Philosophien. Was ist denn hier los? Das ist ein Rätselchen. Oh, wir müssen das Ding lesen, um es rauszufinden. Ja, ich komme so nicht weiter. Aber wir haben da mal so ein Dokument gehabt. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, welche das ist. Anleitung zu den Schlüsseln. Hier. Die in der rechten Spalte sind alte Schlüssel. Ich heb sie nur für den Fall der Fälle auf. Die farbigen Metallschlüssel sind für die Sicherheitstür zum Laden und die Schlüssel. Die quadratischen goldenen Schlüssel und die schwarzen gehören alles zu den Gärtnern. Was brauchen wir denn jetzt? Ich kapier's nicht. Was brauchen wir denn jetzt für Schlüssel, Mann? Das ist schon wieder so kompliziert, ne? Ich blick überhaupt nicht durch, ne? Schauen wir uns mal die Schlüssel an. Ja, das sind also welche sind farbig, welche sind golden, silber und dann gibt es auch noch verschiedenen Köpfen. Also es gibt dreieckige, es gibt runde, es gibt eckige. Mhm. Was brauchen wir? Tja, eine Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das so. Okay, wir müssen die Akten nochmal alle durchschauen. Kann jetzt wieder dauern. Es kann jetzt wieder dauern. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Okay, wir machen jetzt einfach mal. Was passiert dann, wenn wir es einfach mal machen? Das ist ein Glücksspiel! Was brauchen wir denn überhaupt? Farbigen Metallschlüssel, goldenen Schlüssel, Kunststoffschlüssel. Der rote Kunststoffschlüssel ist für den Safe. Eine Kiste. Die anderen drei. Das heißt, wir müssen ausschließen. Die farbigen Metallschlüssel. Woran soll ich jetzt erkennen, was Metall ist und was nicht?
Okay, aber der hier ist es nicht dann. Der nicht, der nicht, ne, der auf keinen Fall. Der dann auch nicht, der auch nicht. Das ist schon wieder so kompliziert, ne? Die quadratischen goldenen Schlüssel und die schwarzen Kunststoffschlüssel gehören alle zu den Geräten oder Apparaten im Laden. Was zum Teufel brauchen wir überhaupt? Also die hier. Und der hier. Und der hier. Die brauchen wir nicht. Und der hier auch. Falls es denn stimmt. Ey. Es ist so unmöglich, ne? Es ist so unmöglich. Guck Ne? Es ist so unmöglich. Muss ich jetzt ausschließen? Ich muss mir einen Stift und Papier holen. Ja, ich muss das jetzt so machen, weil ich check's nicht. So, also, wir machen das jetzt so, weil anders komme ich nicht weiter. Die farbigen Metallschlüssel, ja? Die farbigen Metallschlüssel sind schon mal für Sicherheitstüren zum Laden und die Schlösser. Ja? Also die können wir ausschließen. Ja? Gut. Das heißt, es sind 4, 8. Okay? Zack, 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 zack. Voll um. Aber es geht nicht anders. Wer kann sich denn das merken? Wer ist dieser Mensch? Was sind das für Rätsel? Die sind sowas von nervig. Ich stelle euch jetzt auch mal ein Rätsel. Was ist plus Los, find's raus. Ich möchte jetzt die richtige Antwort von dir. Was ist plus minus Auf geht's. Eins ist die Quadratwurzel aus und Auf geht's. So, also farbige Metallschlüssel weg. Das ist der und der. Ich meine, ich muss es so machen. Ich habe keinen anderen Anhaltspunkt. Der, der und der weg. Der auch weg. Eins, zwei, drei, vier. Okay, hier in der zweiten Reihe können wir gleich ganz viele rausbauen. La 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 la. Ich mache jetzt Ausschlussverfahren. Mal sehen. Mal sehen. Vielleicht klappt es ja. Ich meine, ich habe keine andere Möglichkeit. Und der runde grüne Kunststoffschlüssel ist für dein Motorrad. Und der rote Kunststoffschlüssel ist für den Safe. Aber ich habe die farbigen sowieso alle weg. Oder nicht? Oder war das falsch? Ich mache jetzt einfach weiter. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo hinkomme, aber egal. Silber. Also die runden und dreieckigen goldenen nicht. Oh mein Gott. Also komplizierter geht's immer, oder? Die runden, dreieckigen und. Was war das jetzt? Ja, runden und dreieckigen. Also passt schon. Also der weg, ja? Okay, scheiße. Komm. Der weg. Die runden und dreieckigen. Und bitte auch noch ein. Silbernen aber nur. Das heißt, der kommt auch weg. Das ist der vierte in der Reihe. Der da hinten. Nee, der bleibt noch. Der da unten geht weg. Und der da geht weg. Der hier. Der ist nicht rund oder dreieckig. Okay, immerhin. Ey, naja. Also laut meinem Plan sind es jetzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 14. Hey, 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 aber wer weiß, vielleicht können wir noch ein paar ausschließen. Ah, quadratisch goldene Schlüssel. Und die schwarzen Kunststoffschlüssel. Also können wir den auch ausschließen, ja? Und den auch? Ey, okay. Den kann ich schon ausschließen hier. Was ist mit den goldenen Dreieckigen eigentlich? Schwarzen Kunststoff und quadratisch golden. Schwarzen Kunststoff. Aber die schwarzen habe ich eh schon weg. Ja, habe ich schon weg. Der hier ist auch noch farbig, sehe ich gerade. Die goldenen quadratischen, das heißt, der kommt auch weg. Da rechts, ich weiß nicht, ob der. Aber der. Naja, schwarz ist der nicht. Na, wir haben nicht mehr so viel. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich probiere es jetzt einfach mit denen. Scheiß drauf. Die übrig sind. Also laut meinem ist der hier übrig und der hier und der hier. Ja. War schon mal kein guter Anfang.
Wer ist noch übrig? Also übrig ist der hier noch. Und der. Alter, warum startet er immer oben? Ah, wir haben immer noch einige Möglichkeiten, leider. In meinem Ding ist noch der übrig. Dann nehme ich erstmal den von oben, wenn er immer oben anfängt, der Witzbold. Oh Mann, ey! Welcher war das? Der hier und der hier. Scheiße, Alter. Werde ich es noch je schaffen? Den hatten wir vorhin schon, oder? Diese Kombination. Die hier. Ne, der hier. Glaube, die hatten wir nicht. Aber was ist mit der Kombination? Die da hinten hatten wir. Die hatten wir auch. Warte mal. Haben wir das vorhin falsch gemacht? We did it! Wie schwer sind diese fucking Rätsel, bitte? Boah, ich habe schon wieder gar keinen Bock mehr. Aber es hat funktioniert! Gut. Gut. Können wir jetzt dann diese blöde Dinge öffnen? Wie viel Zeit haben wir jetzt da verplempert? Ja, gute 20 Minuten wieder mal. Schön. Immerhin. Immerhin gelöst. Immerhin das. Wo war das jetzt? Ums Eck und links. Okay, das ist klar. Was für ein Rätsel. Das ist genau das, was ich meine, was mich so abfuckt hier hat. Oh Mann. Geht das jetzt auf oder ist das für was anderes der Schlüssel? Ich habe keine Ahnung. Es ist keiner von diesen. Okay, wir gucken uns weiter um. Ich weiß jetzt gar nicht. Hier stand für Lagerräume. Ich habe nicht genau gewusst sogar, für was ich das suche. Ja. Das war jetzt auch ein bisschen ein Glücksspiel. Lagerschlüssel. Okay. Ich hoffe, wir finden noch irgendwo einen Schlüssel. Okay. Gehen wir mal hier rein. Aber erstmal lauschen natürlich. Unser Daniel ist das letzte Eisen im Feuer. Wieder die Sachen durchwühlen. Du durchwühlst es, vielleicht gibt es da irgendwas. Doch egal, Mann. Ist doch nicht so schlimm. Es sind halt nur alte Klamotten. Ich verstehe gar nicht die Aufregung. Du läufst dir vor irgendeiner Präsenz davon und hast Angst, in Klamotten zu wühlen. Hier los. Oh Gott, ich bin schon wieder völlig am Ende, ey. Zwar irgendwo auch happy, weil ich es ja doch noch geschafft habe, aber ist trotzdem nervt. Verzeihen Sie. Verzeihung. Was denn hier? Rocky Horror Picture Show. B-Movie Horror Filme. Moderne Möbel. Designer Möbel. Nicht von Bedeutung. Was ist denn hier los? Klassische Rock- und Jazz-Alben. Echt? Ich dachte, das sind die Briefe oder sowas. Okay. Dann wollen wir mal wieder einfach alle Klamotten durchsuchen. Vielleicht gibt es ja dafür eine Trophäe. Aber er findet nichts darin. Ich verstehe gar nicht den Sinn und Zweck dieses ganzen Getues hier. Es ist voll eigenartig, oder? Du hast nie verstanden, was Arcade Games ausmacht? Eieiei. Und das sagst du in einem Game? Eieiei. Plattenspieler. Was ist denn hier? Ist voll eklig. Eine ganz alte Pizza. Moment, wir haben hier nicht alles durchgeguckt. Fotoapparat. Hier ist aber nichts, was uns weiterhilft, oder? Bis jetzt. Gut, Schallplattensammlung. Gut. Ja, hier war schon lange keiner mehr. Was ist nur denn? Ach, hier sind auch Klamotten. Dann wollen wir mal wieder. Na, durchsuch mal. Vielleicht findest du ja was. Aber wahrscheinlich nicht. Nein. Doch! Geil.
Geil. Oh, geil. Ja, scheiß drauf, ne? Magst du eine Pizza essen? Wir haben einen Schlüssel gefunden. Für die Lagerräume. Für was ist das denn genau jetzt? Vielleicht wieder unten im Kellerbereich, ne? Aber wir könnten auch noch versuchen, die Mischung da zusammenzusetzen. Wobei uns fehlt ja noch was Entscheidendes. Aber vielleicht ist das im Schränkchen dort hinten, falls dieser Schlüssel passt. Ich hoffe es mal. Cool. Hat sich doch gelohnt, die Wäsche zu durchsuchen, ne? Hier war das, oder? Passt dieser Schlüssel vielleicht? Ja, der passt, geil. Was ist das? Luminol, das brauchen wir auch tatsächlich. Das heißt, wir gehen jetzt in die Wohnung von diesem Färbertyp nochmal. Und versuchen mal, das nächste Rätsel zu lösen. Oh Mann, das mit dem Schlüssel war jetzt schon der Oberhammer halt, ja. Aber zur Not, ich habe ja noch einen Zettel hier, ne? Also auf geht's. Und ich habe mir das nochmal angeschaut vom letzten Mal. Ich weiß jetzt, warum wir gestorben sind. Das war so dumm, ne? Ich habe nicht gecheckt, was los ist, weil da ist aus einer Tür die Dunkelheit gekommen. Und da die Kamera auf uns gerichtet war, konnte ich es nicht mehr sehen. Und ich habe nicht genau gesehen, was dort steht, weil es steht ja auch in Millimeterschrift, was ich sehr geil finde. Also die Untertitel, obwohl ich sie auf groß eingestellt habe, sind immer noch sauklein. Voll der Witz. Ja, genau, rein und dann, wenn wir drin sind, die erste rechts. Können wir rein? Was ist das? Was ist das? Was passiert hier? Kann ich irgendwas tun? Ich hätte gedacht, wir sterben jetzt vielleicht schon wieder. Einfach so. Die Geigen hängen hier immer noch interessant. Ja, jetzt eigentlich hier direkt rein. Aber erstmal lauschen. Ich meine, das ist unser letzter Typi, ne? Letzte Chance. So, jetzt wird's ganz lustig. Jetzt wird's super witzig. Jetzt kommt's. Da, die Mischanleitung. 200 Milliliter Stabilisator. Was ist damit gemeint? Luminol? 1 Milliliter Dimethylsulfoxid und 2 Milliliter Wasserstoffperoxid. Pro Milligramm Luminol. Jetzt müssen wir noch rechnen. 50 Milliliter destilliertes Wasser als Basis. Und weitere 50 Milliliter, wenn die Gesamtmischung mehr als einen halben Liter beträgt. Erst wenn du alles fertig hast, mische das Luminol bei. What the shit? Das heißt, du musst die Luminolmenge kennen. Ja. Aha. Ah, da steht's doch. Ich glaube, es ist in einem kleinen Schrank. Das Luminol, was wir gerade gefunden haben, aber du musst den Schlüssel in einer Hosentasche gelassen haben. Deswegen mussten wir die Wäsche durchsuchen. Okay. Egal, fangen wir einfach an. Energiebaukasten. Was ist das hier? Was ist A, B, C, D? Ah, okay, wir können hier einfach 2 drücken. Das hätten wir vielleicht vorhin auch gekonnt. Ah, hier steht's. A ist Wasserstoffperoxid, Dimethylsulfoxid ist B und C Stabilisator. Also, ne? Also wir haben hier A und B. Ne? Zwei Hälften, also, ne? 2 zu 1 Verhältnis, sage ich jetzt mal so. Wasserstoff 2, Dimethylsulfoxid 1.
pro Milligramm Luminol. Nur die Frage ist, wie viel Luminol tun wir rein? Das hier, 200, ja? Wie viel Luminol? Ich weiß nicht, wie viel Luminol. Wie soll ich denn das berechnen, ohne zu wissen, wie viel Luminol? Wie viel Luminol? Okay, wir gehen kurz raus und schauen uns die Flasche mal an. Ich muss das einfach wissen. Das ist Peroxid. Ja, wo ist denn das Luminol jetzt hin? Da. Wie viel ist da drin? 150 Milligramm. Okay. 150 Milligramm. Okay. 150 Milligramm tut man Luminol dazu. Ja? Das heißt, Wasserstoffperoxid 300 und Dimethylsulfoxid 150. Ja? Also A tun wir schon mal 300 rein. Ja, 300. Das wären dann 225. Müssen übrig bleiben. Ah, da ist auch der Strich. Müsste stimmen, oder? Lassen wir es rein. Ach, keine Ahnung. Ist D das Luminol? Gut. Woran soll ich hier erkennen, wie viel jetzt hier reingehört? B ist ja dieses, ne? Dimethylsulfoxid. Ja? Also wir müssen jetzt 150 reinlassen. Wie soll ich das erkennen? Ich sehe den Strich nicht. Das ist doch ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist ja Glücksspiel. Tu mal hier 200 rein. Aha, zum Schluss tut er die dann rein. Und was ist? Bastard! Okay, machen wir nochmal. Ja, was ist denn D überhaupt? Was ist D? Warum steht das nicht da? Destilliertes Wasser. Man muss runterscrollen. Wenn du Probleme haben solltest, denke daran, dass die Flasche A und B identisch sind und auch ihre Hähne. Okay, vielen Dank. Das ist gut zu wissen. Aha. Wir machen jetzt 50 Milliliter als Basis. Ja? 50. Tun wir mal rein von D. Ich glaube, wir müssen sowieso 100 reintun. Glaube ich jetzt mal. Deswegen lasse ich mal bei 200. Boing. Dann tun wir da mal. Zurück. Oh, war das zu viel? Ah, okay. Wir haben den Stabilisator und destilliertes Wasser drin. Wir haben schon 300 Milliliter drin. Jetzt nehmen wir Wasserstoffperoxid, 300 eben. Los. Das verstehe ich trotzdem nicht. Die sind identisch. Das ist identisch. Ich sehe ja nicht den... Ich sehe ja nicht die Menge. Das ist unmöglich. Wie soll ich das machen? Wir haben es gepackt. Leck mich doch. Nehmen wir die Sprühflasche. Dafür muss die sein, oder? Die Entwicklerlösung ist fertig, Leute. Endlich. Ich weiß aber immer noch nicht, was das soll. Also wir haben so ein Farbspray gemacht. Wir haben auch eine UV-Lampe. Also deswegen wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass man das so kombinieren kann, oder?
Ich muss das versuchen. Ja, okay, aber was jetzt? Okay, wir können jetzt den Schlüssel ausprobieren. Lagerräume. Da unten im Keller vielleicht. Und die Münze können wir einwerfen. Haben wir überhaupt noch Zeit? Naja, muss so viel wegschneiden, dass wir vielleicht noch Zeit haben. Machen wir weiter. Wir müssen da noch mal gucken. Das kann doch nicht sein. Das wollte ich eben vorhin überprüfen. Überprüfe ich jetzt mal. Lauf! Ich drücke mal falschen Knopf. Immer, dass er sprintet und drückt L3, aber L3 ist in diesem Spiel ja die Cam. Die Map. Habe ich da. Okay, probieren wir die Schlüssel. Das ist das Problem mit der drehenden Kamera. Du läufst in eine Richtung, die Kamera dreht. Und wenn der dann einen falschen Input kriegt, dann dreht er sich um. Es ist so dumm, weil ja auch die Richtung natürlich mit der Kameraposition abhängt. Moment, war das richtig? What? Ich habe jetzt deutlich. Visage Flashback. Was ist denn das für eine Tür? Okay, wir kommen hier nicht rein. Ist ja witzig, aber. Da geht's aber später wohl weiter. Oder was soll das? Geil, dass wir was gefunden haben. Ich dachte schon, das ist alles vergeblich. In diesem Eck da unten sind schon zwei unserer Leute draufgegangen. Hier drin. Das kann jetzt jederzeit passieren. Also eine Versteckmöglichkeit wäre da unten, sehe ich gerade. Laufen wir schon mal in die Richtung. Das ist der Tisch, da kann man sich drunter hin verkriechen. Als hätte ich es gewusst, oder? Als hätte ich es gewusst. Wir sind aber gleich da. Ja. Als hätte ich es gewusst. So, auf geht's. Das würde die alte Mechanik. Beruhigen. Jetzt kommen sie gleich wieder. Sie beruhigt sich ja überhaupt nicht. Der braucht ja ewig. Er hat's geschafft. Wow. Liegt es daran, dass er Probleme mit der Dunkelheit hat? What the bloody hell just happened? Er rennt schon wieder einfach so. Dieses Spiel hat echt Probleme. So. Was ist das? Nee. Das ist ein Abzeichen für Durchhaltevermögen. Das ist es. Mal sehen. Schon das dritte jetzt, ne? Ja, was steht drauf? Ich sehe deine Zukunft. Was ich sehe, da ist etwas, das nicht da sein sollte. Ja. Wir gehen rein, weil er verlangt hier kein Lauschen von uns. Da hinten ist immer Dunkelheit offensichtlich. Keine Ahnung wieso. Da ist ruhig, so wie ich das höre. Komm schon. Ja, Mann. That's right. Aha, irgendwas passiert. Hä, wieso? Wieso hat er jetzt das Schwarzlicht rausgeholt? Ich habe irgendwas verpasst, oder? Good. Time to play detective. Aha. Ach so. Wir müssen der Spur folgen. Was ist hier? Ich verstehe es nicht ganz, aber vielleicht müssen wir diesen Handabdrücken folgen. Ist da was?
Okay, keine Ahnung. Bis jetzt. Wir müssen immer wieder sprühen und dann, ja, ich denke mal, der Spur folgen, nicht wahr? Tippe ich mal. Das kann nicht anders sein. Ne? Wozu denn sonst? Wohin denn jetzt? Nach oben. Wie scheint? Da oben ist eine Puppe. Oh, shit. Leute, muss mal ganz schnell aufs Klo. Uppale. So, jetzt geht's wieder weiter, Leute. Okay. Hier ist eine Hand. Geh mal kurz rein. Ist doch nicht umsonst hier eine Hand, oder? Okay, vielleicht doch. Egal, weiter. Hier weiter. Und hier dann, oder? Hallo, was? Ich drück nach unten, er läuft nach links. Dieses Spiel. Moment. Da, wo eine Hand ist, schaue ich mal rein. Also keine Ahnung. Das ist Schwachsinn ist. Karte nicht verfügbar. Was ist denn hier los? Was soll denn der schmeißt das Labyrinth hier? Was? Verstehe nicht. Ja, wir folgen doch einfach weiter dem Weg. Hier hin. Moment, komme ich da nicht her? Oh, Scheiße. Ich sollte nicht in die Türen gehen, hä? Oh nein. Oh nein. Was jetzt? Schrank? Nein, wir müssen die Tür zuhalten. Wir müssen die Tür zuhalten. Wir müssen die Tür zuhalten. Komm schon. Komm schon. Die Dunkelheit. Der Schrank. Aber wie kommen wir jetzt raus? Wenn wir jetzt die Tür öffnen, sind wir tot. Wie kommen wir also raus? Gute Frage, ne? Was steht hier? Nein, das war der Falsche. Jetzt muss ich wieder da rausgehen. Was für ein Falscher? Wir müssen wohl irgendwas finden. Habe ich irgendwas von der Story hier verpasst? Alter. Können wir irgendwas benutzen, um uns zu beruhigen? Im Spiegel, sie bleiben aus. Wir kommen nicht hier raus. Ich höre jetzt nichts mehr. Ich glaube, wir können raus. Wenn ich jetzt sterbe, war es das, ne? Ich will nochmal sicher gehen. Nein, da ist nichts. Komm jetzt raus. Dann. Oder wir sind tot. Was ist jetzt die richtige Richtung? Ich habe keinen Plan, Leute. Shit, Gott sei Dank. Das ist so mies. Und du wirst auch noch verfolgt.
Ich glaube, wir haben die Spur verloren. Ich habe überhaupt nicht mehr darauf geachtet. Ich war jetzt einfach nur panisch und habe gesucht, dass ich irgendwas finde, damit wir hier. Hier ist gar nichts. Keine Spur. Das ist sehr schreckhaft. Hier, also vielleicht auf der anderen Seite. Kein Anhaltspunkt hier. Aber vielleicht hier wieder. Das ist doch bescheuert jetzt schon wieder. Das ist total bescheuert. Das heißt, die Spur geht dann durch ein Gitter, wo du nicht durch kannst. Oh, scheiße. Warten wir ganz kurz. Scheiße. Ja, okay, wenn ich in so einer Situation wäre, hätte ich auch Schiss, klar. Aber alle 5 Sekunden dieses Geräusch zu machen, finde ich übertrieben, wenn ich das... Ich sehe halt nicht nach vorne. Ich kann nicht nach vorne sehen. Aha. Moment. Wir müssen hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier könnte man sich verstecken. Gut zu wissen, falls das Ding kommt. Kehren wir um. Okay, wir sind hier in der Sackgasse. Geil. Vielleicht ist hier irgendwas. Hier ist ein Safe. Ist das nicht eigenartig? Wir kommen hier nicht weiter, weil wir wieder gegen eine Sackgasse laufen. Es kommt wieder, ne? Es kommt wieder. Gehen wir besser hier rein. Was für ein komisches Kapitel. Also wir suchen anscheinend einen Lagerraum mit einem Kleiderschrank. Wir haben vorhin einen schon gefunden, der war falsch. Draußen wartet die Dunkelheit auf uns. Mit dem mit diesem Luminol oder was auch immer das ist. Schwierig. Das heißt, wir müssen die Räume überprüfen, die wir hier so finden, mit den Handabdrücken drauf. Schwierig, ne? Also, puh, was für ein Labyrinth hier. Und auch die Kameraperspektive trägt dazu bei. Du hast keine Ahnung, wo du bist. Leider nicht. Das war ein Kühlschrank, nicht der Kleiderschrank, den wir suchen. Alter, wo soll der sein? Wie lange soll ich denn hier rumtun? Voll nervig, Mann. Das Einzige, was man im Spiel lassen muss, ist, dass es schon ziemlich spannend ist. Hier können wir rein. Das ist ja nicht der Raum, da waren wir vorhin schon drin. Das war wieder der falsche. Da waren wir vorhin drin, oder? War das nicht der? Waren wir hier schon mal drin? Gott sei Dank habe ich noch einen gefunden. Jetzt kommt es nämlich genau. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Das gibt's nicht. Wir haben so viel durchsucht, aber nicht den einen richtigen. Ey. Der Satz ergibt jetzt auch viel mehr Sinn. Verdammt, jetzt muss ich da wieder rausgehen. Das habe ich vorhin gar nicht gecheckt, weil das Ding ja noch gar nicht kam in dem Moment, nicht wahr? Da waren wir schon. Das weiß ich auch. Aber was soll ich machen? So nervig, ne? Das dauert so lang. Ey, ich schneide wahrscheinlich einiges weg. Das ist so nervig. Du bist hier nur noch am Rumlaufen. Wie ein Idiot. Das erinnert mich an die früheren Spiele. Nichts Interessantes. Hoffentlich können wir hier noch raus. Ich muss aufhören. Die Zeit reicht nicht. Ich komme hier nicht mehr weiter. Wir folgen mal den...
Was? Wir sind in der Sackgasse. Tja, ich muss jetzt aufhören. So spannend das hier auch ist, es tut mir leid, Leute. Die Zeit ist einfach rum. Schon längst eigentlich. Ich komme hier nicht raus. Wir müssen das nächste Mal fertig machen. Es tut mir leid, es so beenden zu müssen. Es geht nur leider nicht anders. Ja, tut mir leid, Leute, aber das ist hier ein einziges Labyrinth. Ich komme nicht weiter. Oder ich komme schon weiter, dauert aber ewig. Und jetzt ist die Zeit eben rum. Sorry, Leute, damit müsst ihr das heute beenden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis demnächst. Und haut's rein, Leute. Euer MacMo. Peace out.